Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute gemeinsam Wolfenstein. Denn viele wollten ja das Wolfenstein aus dem Jahre 2009 sehen. Und ich habe mir gedacht, na gut, spielen wir es. Legen wir los. BJ Blazkowicz zieht mal wieder in den Krieg. Wir spielen hier die PC-Version mit dem Xbox-Controller. Deswegen auch die ganzen Xbox-Symbole. Die PC-Version sieht natürlich am besten aus. Das Spiel ist aus dem Jahre 2009. Also schon wieder 6 Jahre alt. Die Grafik ist natürlich ein bisschen angestaubt. Dennoch finde ich es auf jeden Fall gut gealtert. Kann man sich heute noch reinziehen. Das Ganze ist hier komplett in Deutsch. Das bedeutet, die Nazis reden Deutsch. Die Amis reden Deutsch. Denn hier in Wolfenstein 2009 ist das nicht so wie in The Old Blood oder in The New Order, dass die Deutschen halt Deutsch reden und die Amis Englisch, sondern hier reden die Nazis auch Englisch mit so einem bisschen Akzent, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, je nachdem, welchen Sprecher man erwischt, aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist es auf Deutsch auch ganz angenehm. Hakenkreuze, Gewalt ist natürlich alles drin, das ist eine AT- oder CH-PG-Uncut-Version und ja, würde mich freuen, wenn ihr dem Video natürlich eine Bewertung geben könntet, das Projekt ein bisschen unterstützen. Wir tauchen jetzt gemeinsam ein in die Story, denn das Spiel ist absolut sehenswert. Ich habe es damals schon durchgespielt, als es rauskam. Ich fand es großartig und ich freue mich, das Ganze nochmal spielen zu dürfen. Ist schon wieder eine ganze Weile her. Also, bis gleich. Jetzt kommt erstmal eine richtig coole Cutscene. Zwei Minuten bis Raketenstart. Alle Mann an die Stationen. Alpha Wolf! Alpha Wolf! Wir glauben, dass ein Spion an Bord ist. Sollen wir den Raketenstart gegen London verschieben? Was? So leicht kommen Sie nicht davon. Was haben Sie in der Tasche? Zeigen! Eine Bombe! AFG Hauptquartier. Hier spricht Agent BJ Blazkowicz. Wecken Sie den Direktor. Ich muss ihn treffen, sobald ich gelandet bin. Agent Blazkowicz, kommen Sie rein. Ihre Mission auf der Tripitz war ein Erfolg, BJ. Sie liegt auf dem Grund des Ozeans. Danke, aber ich sorge mich mehr über das Medaillon, das ich gefunden habe. Das tun wir auch. Dutzende von Spezialisten untersuchen es momentan. Was haben Sie herausgefunden? Sehr wenig. Aber genug, um weiterzumachen. Das Symbol auf dem Medaillon wurde von einem Clan von Mystikern verwendet. Sie beteten eine gewisse schwarze Sonne an. Es ist unbekannt, wer sie waren, seit die Gruppe bei einer Katastrophe ausgelöscht wurde. Dann, vor ein paar Jahrzehnten, wurde das Symbol von der Thule-Gesellschaft übernommen.
einer okkulten deutschen Gruppe, zu der auch einige hochrangige Wölfe gehören. Ohne Zweifel gehören einige auch der Abteilung für Paranormales an. Ja, in der Tat. Aber noch interessanter sind die Kristalle, die in dem Medaillon sind. Man findet sie nur an einem Ort auf der Welt. In der deutschen Stadt Isenstadt. Wir haben dort Kontakt mit den Widerstandskämpfern des Kreisauer Kreises aufgenommen. Sie hatten einige interessante Informationen. Das ist Alpha Wolf Viktor Zetter, ein aufstrebender Stern in Höllers Abteilung für Paranormales. In den letzten Wochen hat er in Isenstadt eine Operation begonnen, aber niemand weiß, was dort geschieht. Also halten Sie das Medaillon für ein Ergebnis von Zetters Arbeit? Das sollen Sie herausfinden, Agent Blaskowitz. Sie sollen nach Isenstadt reisen, sich dort mit den Widerstandskämpfern treffen und die Situation einschätzen. Es tut mir leid, dass Sie schon so rasch wieder ins Feld müssen, BJ. Aber Sie kennen sich mit solchen Sachen aus. Sie sind der einzige Mann für den Job. Kein Problem. Wann fange ich an? Unverzüglich. Die Reisevorbereitungen wurden bereits getroffen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Agent Blaskowitz. Vielen Dank, Sir. So, da wären wir mitten im Zug nach Isenstadt. Hier können wir ein bisschen die Ingame-Grafik schon mal sehen. Sieht alles noch sehr gut aus. 6 Jahre alt, das Spiel. Agent Blaskowitz, ich gehöre zum Kreisauer Kreis. Kommen Sie mit mir, Ihre Tarnung ist hier bereits aufgeflogen. Rufe alle Kampftruppen! Halten Sie Ausschau nach dem Agenten des Widerstands! Hey, stehen bleiben! Der Amerikaner! Okay, man merkte schon, die deutschen Stimmen gehen wirklich absolut in Ordnung. Besonders cool, man hat so ein bisschen versucht, den Nazi-Akzent drin zu behalten, um das Klischee eben so ein bisschen aufleben zu lassen. Schnell, hier lang. Auf der anderen Seite warten Kreisauer Gang. Er darf nicht vor! Okay, runter in den Gully. Au, Fallschaden. Auf die Knie, sofort! Wo ist er? Wo ist der Amerikaner? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sagen Sie uns, wo er ist! Ich weiß nicht. Warten Sie! Nein! Oh shit. War ein guter Mann. Aber Verluste muss es eben geben. Immerhin, wir sind hier im Krieg. Hatte der Informant recht? War da ein Amerikaner im Zug? Ja, aber der Kreisauer Kreis hat ihn vor uns erreicht. Scheiße! Einfach aus Vetter wird ausflippen. Deshalb müssen wir den Amerikaner finden. Nehmen Sie Ihre Männer und durchsuchen Sie das Maschinenhaus. Meine Männer setzen die Suche in diesem Gebiet fort. Oben suchen die Nazis nach uns, aber wir schleichen hier durch den Gully. Und hier muss ich nochmal ganz schnell die Wassereffekte betonen, denn die sehen auch wirklich extrem gut aus. Jahre 2009 und wenn man hier durch das Wasser läuft, wird so ein bisschen der Bildschirm befeuchtet. Auch die Nebeleffekte und so, das ist schon wirklich alles sehr, sehr schick. Damals, als das Spiel ganz neu rauskam, war ich sehr beeindruckt. Ja, Judengold gibt es auch wieder, 1 von 11 und die Sammelobjekte, Gold, Relikte oder sonstiges, sollte man einsammeln, denn, wie man eben gerade gesehen hat, damit kann man sich dann Upgrades holen. Je mehr Gold man findet, umso mehr Geld hat man und umso mehr Geld natürlich umso mehr Upgrades. Gut, hier unten gibt es nichts mehr, deswegen gehen wir nach oben. Agent Blaskowitz, ich bin Erik Engel. Ich arbeite mit dem Kreisauer Kreis zusammen. Hören Sie zu, wir haben nicht viel Zeit. Die Wölfe durchstreifen den Bahnhof. Irgendwie haben sie von ihnen erfahren. Aber wir können hier noch nicht weg. Offensichtlich bietet sich hier eine günstige Gelegenheit. Ein Sondereinsatzzug mit experimentellen Waffen steht am Bahnsteig 1. Ich habe gehört, dass sie für ein bisschen Ablenkung zu gebrauchen sind. Also, schnappen Sie sich ein paar Waffen von dem Tisch und dann los. Ach ja. Sobald Sie in der Stadt sind, können Sie mehr Munition und Upgrades auf dem Schwarzmarkt bekommen. Okay, Erik. Upgrades hört sich gut an. Blaskowitz, wir können hier nicht stehen bleiben. Nehmen Sie eine Waffe und dann ab zu dem Zug. Erik, ich brauche Gold. Gut, und jetzt los. Der Sondereinsatzzug wartet nicht auf uns. Da kommt eine Patrouille. Waffen sind mir doch völlig egal. Ich will nur Judengold. Ach ja, Dokumente sind mir aber nicht egal, denn die sind hier ziemlich cool. Die Fracht des Sondereinsatzzuges muss um jeden Preis beschützt werden. Ich will, dass die besten Sicherheitskräfte eingesetzt werden und die Wachen an allen Kontrollpunkten verdoppelt werden. Außerdem sind zusätzliche schwere Waffenstellungen zu errichten. Erlauben Sie sich keine Fehler. Wenn die Ausrüstung auf dem Zug beschädigt wird, ist das nicht nur das Ende Ihrer Karriere. Alles klar, an Omega Wolf Baum. Geiler Name, oder? Ich meine Zetter, okay.
Okay, Zeta ist in Ordnung, aber Baum, Omega-Wolf, darf sie nicht Baum, sehen. Leise. Es ist zu dunkel. Ich bin bereit. Jungs, ich bin bereit. Jetzt kommen die Nazis und hier gibt es ziemlich geile Sterbeanimationen. Zum Beispiel, wenn man jemanden in den Hals schießt, dann röchelt er Blut. Finde ich irgendwie ganz nice. Okay, übertreib nicht, Kumpel, ja? Ein bisschen Blut ist in Ordnung, aber du hier, der ganze Fontäne, der röchelt sich hier einen ab. Aber Gewalt ist auf jeden Fall drin. Wir spielen hier alles 100% uncut. Körperteile können abgeschossen werden. Es sind zu viele, um sie zu erschießen. Schmeißen Sie eine Granate. Hier drüben. Alles klar, ich bin bereit. Granate raus. Zack. Und die Granaten hier, die bringen was, wenn man trifft. Die sind nicht ganz so beschissen. Eben gerade hat man es sehr gut gesehen. Los geht's. Kann ich hier durch? Nee, ist zu stabil, aber die Fässer hier kann ich zerstören. Yep, anders wie in The Order oder The Old Blood kann man hier die Fässer nämlich zerkloppen. Nehmen wir gleich. Klappe zu, Führer. Hör doch auf mit den Kackgranaten. Erstmal hier alle Nazis töten. Und dann sammeln wir ein. Okay, hier kann man wirklich alles zerstören, aber soweit ich weiß, man findet nicht so wirklich viel darin. Also es lohnt sich hier nicht, jeden Kasten und jedes Fass zu zertrümmern. Gut, erstmal hier drüben hin. Was haben wir hier drüben? Irgendwas hat hier rumgehangen. Wir lesen. In den nächsten Tagen wird ein sehr wichtiger Würdenträger aus dem Hauptquartier für eine Besichtigungsreise ankommen. Er hat freien Zugang zu jeder Basis und allen experimentellen Einrichtungen in der Stadt zu erhalten. Sollte diesem Würdenträger irgendetwas geschehen, werden alle, die für seine Sicherheit verantwortlich sind, vor Gericht gestellt, verurteilt und hingerichtet. Was haben die denn bitte schön mit Baum? Franz Nussbaum. Also die Namen werden ja immer dämlicher. Befolgen Sie natürlich auch hier wieder jede Menge Propaganda-Werbung. Warte, hier drüben war auch noch irgendwas Cooles, DJ, soweit ich weiß. Wir müssen uns beeilen, wenn wir diesen Zug in die Luft jagen wollen. Jetzt entspann dich, Erik, entspann dich. Bleib cool. Cool bleiben, Erik. Was haben wir hier? Na also, 3 von 5. Liebster Wolfgang, es ist so lange her, seit wir uns gesehen haben. Mir ist klar, dass du diese Frau wegen ihrer familiären Verbindung geheiratet hast. Aber brauchst du sie wirklich noch? Stell dir vor, wie glücklich wir wären, wenn wir unsere Romanze nicht mehr geheim halten müssten. Ich freue mich darauf, dich in Isenstadt zu treffen. Deine Brigitte. PS? Ich habe mir letztens französische Unterwäsche gekauft. Ulala, Brigitte. Aber traurige Neuigkeiten für dich, Lady. Wolfgang ist tot. Ab hier übernehmen wir. Ab hier kommt der Blaskowitz zum Einsatz. Warum stehen Sie herum? Weil ich wertvolle Sachen suche. Meine Güte, Erik. Ich kann dich jetzt schon nicht leiden. Alles klar, warte. Ich glaube, hier hinten könnte sein, dass hier noch was ist. Nope, aber irgendwo hier war noch Gold. Also, ich habe es mal auf 100% gespielt. 6 Jahre her. Los. Wir müssen diesen Zug in die Luft jagen, BJ. Ich habe natürlich keine mal Ahnung sehen, mehr. Wie gut Sie Sachen kaputt machen können, BJ. Zerstören Sie diese versperrte Tür. Ich habe natürlich keine Ahnung mehr, wo die ganzen Sachen waren, ja. Also wirklich alles finden werde ich hundertprozentig nicht. Vorsicht! Aber wir werden dennoch gründlich spielen, weil ich eben so viele Upgrades wie möglich holen will. Weil das Spiel auch ziemlich schwierig wird, besonders ab der zweiten Hälfte. Und weil... Oh, hier war nix. Und weil diese ganzen Notizen auch ziemlich geil sind. Also man erfährt sehr viel Randinfos über die Notizen. Das macht schon irgendwie Laune, die alle zu suchen und sie sich dann anzuhören. Weil man merkt es ja, die sind alle vertont. Muss man also nicht selber lesen, da kriegt man was geboten. So, was haben wir hier? Nochmal so ein Ding. Alles klar, Moment, hier haben wir auch mal eine Granate rein. Alright. Boah, so viel Holz. So viel Baum im Weg. Der wahre Feind, Nazi-Bäume. War hier wirklich gar nichts mehr sonst? Kisten ohne Ende. Nee, anscheinend war hier nichts mehr. Aber irgendwo, yes, ich wusste es. Irgendwo hier war noch ein Säckchen. So, jetzt haben wir beinahe die Hälfte. Okay, Erik, guck mal jetzt. Jetzt kümmere ich mich um das Dynamit. In Deckung! Das geht gleich in die Luft! Und geh sogar in Deckung. Siehst du, Ziel erfüllt. Lade nach!
Unterdrückungsfeuer! Ich bin absolut fähig! Sieg! Nee, die Waffe ist irgendwie crap. Wir bleiben bei der MP40. Los, los, los! Viel geilere Waffe. Boah, brennende Nazis! Und soweit ich weiß, die Leichen sehen noch verkohlt aus. Ja, hier sieht man's. Der krümmt sich noch am Boden. Also hier gibt's wirklich einige richtig geile Sterbeanimationen. Besonders für jeden Gegner eine extra Variante. Weil später treffen wir natürlich noch auf andere Gegner, nicht nur hier auf die ganz normalen Nazi-Soldaten. Ich schlag dir den Schädel ein. Wow, 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 übertreib's nicht, BJ. Denn ich hab's ja gesagt, das Spiel ist ziemlich schwierig. Man hält nicht besonders viel aus. Durchatmen, durchatmen. Shut up! Nazi-Scum. Okay, Munition nehme ich mit. Musik. Solange die Musik läuft, rennt hier auch jemand rum. Und was ich hier ziemlich gut finde, die Levels bleiben relativ gut offen. Und man kann jederzeit zurück. Erik, übernimm du! Alter, was ist das? Ah, da hinten ist noch ein Führer. Gebt mir Unterdrückungsfeuer! Hilf! Sie dürfen uns nicht flankieren! Da kommen die Nazis am Fließband. So wie man es eben kennt. Deckung suchen! Gold suchen, mein Freund! Gold! Na, ich glaube, hier war nichts mehr. Dennoch, ich drehe meine Runde. Ich drehe jedes Mal meine Runde. Hier ist nichts. Dann können wir nach oben gleich gehen. Ja, der Anfang ist noch so ein bisschen locker, aber später kommen ein paar richtig coole Wendungen. Und auch ziemlich geile Bossgegner. An die kann ich mich auch noch erinnern. Da waren ein paar harte dabei. Es wird ziemlich abgedreht. Denn wie wir schon in The Old Blood gemerkt haben, so ganz realistisch ist natürlich Wolfenstein nicht. Dieser ganze okkulte Kram und die ganze Nazi-paranormale Forschung, das bekommen wir hier ganz deutlich zu spüren. So, Infos. Ich habe gerade erfahren, dass immer mehr Munition beim Verladen von den Waggons auf die Wagen der Militärbasen verloren geht. Vermutlich handelt es sich um die Arbeit des Schwarzmarktes. Zusätzliche Wachen werden positioniert. Halten Sie jedoch bitte die Augen nach verdächtigen Personen offen. Ich bin absolut nicht verdächtig. Dass wir die Akte hier nicht mitnehmen können, schade. Die sieht so wichtig aus. Ist sie aber nicht. Wertloser Ramsch. Warte, hier oben, hier oben, hier oben. Gibt es hier oben irgendwas Geiles? Ich stecke in Kreuzfeuer! Meine Jungs übernehmen das. Ich muss gar nichts machen. Granate geworfen! Alle Mann, Bewegung! Wenn ihr wollt, könnt ihr die Granaten zurückwerfen. Lade nach! Das ist der Zug! Wir haben keine Zeit mehr! Der Sondereinsatzzug! Ich bin hier festgenagelt! Warte, hier drüben ist noch irgendwas. Was ist das hier? Los geht's! Auch leider nichts Wichtiges. Okay, Jungs, 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 Jungs. Da fliegen die Granaten. Rennen wir es mir drüben hin. In der Ecke gibt es auch nichts. Lasst euch nicht von ihnen in die Ecke drängen. Aber wenn man die Hälfte des Goldes findet, ist man eigentlich ziemlich gut versorgt für die Upgrades. Wie die immer schreien hier in dem Teil. Das sind solche Drama-Queens. Jedes Mal am Heulen. In Deckung! Agenten vom Kreisauer Kreis sind an Bahnsteig 3 und 4 gesehen worden. Sie müssen aufgehalten werden. Komm schon, mir fehlt doch nur noch ein Dokument. Wo ist das letzte Dokument? Mal hier eine Granate rein, geht ein bisschen schneller. Ich glaube, hier drüben war nix. Ah, hier ist auch nix. Oh, man kann sogar die Dinger hier zerlegen. Wusste ich gar nicht, dass die ganzen Objekte runterfliegen. Na gut. Dann... Au! War gar nicht so schlimm. Sah nur schlimm aus. War aber relativ angenehm. Erik, was machst du? Rennt ihr da mitten in die Gegner rein? Hilfe! Mach keinen Scheiß. Wäre ich nie drauf gekommen, dass dieser Mann eventuell ein Spion sein könnte. Da blockiert ein MG42 den Weg. Erledigen wir es. Ja, und jetzt? Was soll ich machen? Draufrennen. DJ, erledigen Sie ist erledigt. Ist erledigt. Ist erledigt. Und keiner ist so klug, um an das MG ranzugehen. Unterdrückungsfeuer. Alle Mann in Bewegung.
Was? Zusätzliche Nazis auf Bahnsteig 4? BJ, wir müssen uns mit dem MG-42 verteidigen. Entspann dich mal, Erik. Meine Güte, du machst mich wahnsinnig. Okay, wo kommen sie? Noch sehe ich hier niemanden. Alles klar, jetzt kommen sie. Gut gemacht, in Bewegung. Das nenne ich einen richtigen BJ, ha? Huh? Halten Sie sie noch ein bisschen länger zurück. Ich halte, Kollegen, ich halte. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Weniger reden, mehr machen. Na bitte, die Bombe ist aktiviert. Runter. Was zum... Und jetzt geht's los. Jetzt geht's langsam richtig los. Jetzt beginnt die crazy Scheiße. Keine Sorge, ich werde mich um ihn kümmern. Treffen Sie uns beim Versteck des Kreisauer Kreises. Den Standort finden Sie auf Ihrer Karte. Ach wie jetzt? Jetzt bin ich allein oder was, Erik? Na, mir soll's recht sein. Bin froh, wenn ich den Pisser los bin. Okay, wieso der Umweg? Ach, wir konnten damals nicht über die Waggons. Das ergibt natürlich irgendwie Sinn. Denn es wurden ja mehr Nazis auf Bahnsteig 4 verfrachtet. Ja, und hier sieht man es schon, diese merkwürdige Energie. Dieses merkwürdige, strahlende Zeug. Das spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Alles klar, Jungs. Versorgt den Kameraden. Und ich gehe so lange die Welt retten. Mache ich gerne. Nicht zu danken. Ist mein Job. Komm schon, ein bisschen Gold zu finden ist auch mein Job. Oh! Fliegende Nazis! Fliegender Adolf Hitler! Töte ihn, bevor er Eier legt! Jetzt Flying Hitler! Sehr gefährlich. Very dangerous. Der eine da hinten dreht sich im Kreis, kommt voll nicht drauf klar. Bist du noch am Leben? Naja, jetzt nicht mehr. Sobald das Mützchen weg ist, bist du tot. Wer hat das getan? Franz Nussbaum, der war das. Der ist schuld. Und jetzt landen sie. Ah, der ist noch am Leben. Aber er stirbt ganz gemütlich. Oh, kommt schon, Jungs. Habt ihr nichts dazugelernt? Ich will auf keinen Fall hier rumfliegen. Ah, Gold. Das war Gold. Habe ich eben gerade absolut nicht gecheckt, dass das Gold sein soll. Fuck you. So. Zack, in der Luft habe ich ihnen die Beine weggezogen. Genauso muss das laufen. Besonders intelligent bist du nicht, ha? Huh? Okay, warte, warte, warte. Hier könnte noch ein Brief sein. Wir machen eine kleine Runde. Wie bitteschön ist die Lok hier drüben hingekommen? Wurde die eben gerade durch den Boden durchgesprengt? Naja, solange wir nicht abheben, ist alles gut. BJ ist viel zu stark und so männlich, um abzuheben. Oh, was haben wir hier? Pass auf. Spione sind überall. Und Spione tragen in 3 von 5 Fällen einen Schnurrbart. Ich meine, wenn du ein Spion bist, lass dir einen Schnauzer stehen. Und alle wissen Bescheid. Ich meine, mehr Spion geht ja gar nicht, oder? Schnauzi. Gut, ein bisschen Gold habe ich noch gefunden. Muss reichen. Und wir gehen raus. Kommen Sie, Agent Laskowitz, folgen Sie mir. Am Bahnhof habe ich mich mit Erik Engel vom Kreisauer Kreis getroffen. Leider gibt es einen Maulwurf. Die Wölfe wussten von meiner Ankunft. Wir konnten uns freikämpfen und einen Sondereinsatzzug zerstören. Er hatte ungewöhnliche Munition gelagert, die bei der Explosion die Schwerkraft aufgehoben hat. Alles und jeder schwebte an der Decke.
Ohne Frage hat das etwas mit Alpha Wolf Zeta und dem Thule-Medaillon zu tun. Hoffentlich finde ich mehr heraus, wenn ich mich mit Caroline Becker treffe, der Anführerin des Kreisauer Kreises. Hallo, Agent Blaskowitz. Der Kreisauer Kreis will, dass ich Ihnen die Stadt zeige. Hier ist eine Karte der Stadtmitte von Isenstadt. Ich habe die wichtigen Bereiche auf Ihrer Karte markiert und werde sie gegebenenfalls aktualisieren. Achten Sie während Ihrer Mission auf alles Ungewöhnliche, damit Sie uns später darüber in Kenntnis setzen können. Und bitte sammeln Sie alle geheimen Dokumente, die Sie finden, wie etwa Karten, Befehle oder Pläne. Der Schwarzmarkt operiert an Geheimorten in der Stadt. Ich habe einige davon auf Ihrer Karte verzeichnet. Gehen Sie dorthin, um Munition zu kaufen. Ihr Tagebuch wird sich für Sie als unschätzbares Werkzeug erweisen. Blättern Sie öfter mal darin. Zweifellos werden Sie sich nach dem Kampf am Bahnhof neu ausrüsten müssen. Ich begleite Sie zum Schwarzmarkt, der hier ganz in der Nähe versteckt ist. Danach stelle ich Ihnen Caroline vor. Gut, jetzt wären wir in der Stadt Isenstadt. Natürlich fiktional. Und hier gibt es jede Menge Zeug zu finden. Wir haben es eben gerade gesehen, wenn wir hier in unser Tagebuch reingehen. Statistiken, hier drüben sehen wir es, was man hier so alles finden kann. Wir haben jetzt 3% von dem Gold, gefundene Bücher 0, Geheimdaten 4%. Hier sehen wir dann nochmal, Moment, wo waren das? Hier sehen wir dann auch nochmal die ganzen Daten, die wir so finden können. Also hier gibt es allein 44 Gold, 14 Daten und 9 Bücher. Jetzt haben wir hier 7 von 11 gefunden und 4 von 5. Es ist alles ziemlich gut versteckt, also 100% werde ich hier nicht hinbekommen. Damals habe ich das gemacht. Ich bringe Sie zum versteckten Schwarzmarkt. Damals habe ich das gemacht für die Achievements auf Xbox Live. Gut, aber wir beenden hier die Folge und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir Isenstadt unsicher machen, jede Menge Nazis töten und ihr dürft gespannt sein, es wird richtig gut. Agent Blaskowitz, zum Schwarzmarkt geht es hier entlang. Okay, ich hab's kapiert, Johann. Es wird richtig gut. Wie immer, danke fürs Zusehen. Vergesst die Bewertung nicht. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Projekt in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss!